herzlich willkommen zur zweiten Folge und mittlerweile glaube ich schon zum 22. Part von Resident Evil 7. Zum 22. Part von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. Mit dem DLC End of Zoe. Oh yeah. Oh yeah. Obwohl, der 22. oder der 23. Warte mal, lass mich überlegen. Doch, das müsste der 22. Part sein. Doch, doch. Doch, doch. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, ich habe mich diesmal nicht vertan. So wie in der letzten Folge nach dem Finale gegen Evelyn. Was? Ach du Scheiße, der! Du hältst dich besser fern. Der mein Haus in Brand gesetzt hat. Ja, du hältst dich besser fern. Vor allem von Zoe! Am besten gibst du direkt auf. Ja, komm. Du machst jetzt keine Probleme mehr. Auf jeden Fall. Naja, so sicher wäre ich mir da nicht. Der Typ sieht nämlich irgendwie nicht so danach aus, als wenn der so leicht aufgibt. Aber der sieht verdammt eklig aus. Yeah, Mann! Holy shit! Was? Bleib endlich liegen! Ist so, bleib endlich mal liegen! Alter! Was war das denn? So, jetzt bleib liegen und... sieht das denn so aus oder stinkt der? Das sah ein bisschen so aus, als würden gerade fliegen, um ihn ein bisschen herumschweben. Ich sag's dir, bleib liegen. Kapiert? Bleib liegen. What the fuck? Oh, der schwebt. Ein bisschen. Das haben wir nicht gesehen. Ach du Scheiße. Komm, willst du nochmal Stress? Ne, der haut ab. Der hat aber so einen seltsamen Laufgang und das erinnert mich an irgendwas. Ich möchte es aber nicht wissen. Ich möchte es ehrlich gesagt dann doch besser nicht wissen. Obwohl ich es innerlich schon weiß. Also Leute, nicht wundern, ne? Ich kenne das Spiel natürlich schon, ne? Aber ich tue auch gerne mal so, als wenn ich das Spiel nicht kenne. Einfach, um es für Leute spannend zu machen, die es vielleicht noch nicht kennen. Wer weiß, ob es hier so ein paar Leute gibt, die das vielleicht zum ersten Mal hier sehen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Aber gut, dann können wir auf jeden Fall nochmal speichern, weil Speichern mag ich sehr. Speichern finde ich immer sehr schön und sehr toll und... sehr zufriedenstellend, vor allem wenn man weiß, dass dieses DLC von den Gegnern her jetzt nicht unbedingt gerade leicht ist. Oha, oder die Alligatoren. Ja, die sind auch nicht gerade leicht, die sind auch, wenn nicht sogar, ziemlich fies und gefährlich, natürlich, ne? Aber ein Speer reicht und sie sind down. Ein Speer reicht und sie sind down. Da! Ah! Zack! Haha! Ich sag doch, ein Speer reicht und sie sind down. Aber jetzt habe ich keinen Speer mehr für den Typen übrig. Ich hoffe, ich kann mich irgendwie an dem vorbeischleichen. Wäre cool. Anscheinend. Anscheinend. Boah! Hau ab! Hau bloß ab von mir. Ah, schön. Oh, hi! Wollte nicht stören bei euren
Festmahl. Okay, vielleicht doch. Ja, komm, wenn ihr Stress wollt. Kein Problem. Bam! Oh, sorry, habe ich deinen Kumpel getötet? Oh, das tut mir aber nicht leid. Das tut mir aber nicht leid. Zack! Noch mehr Stress? Noch mehr Stress? Nee, der will keinen Stress mehr. Okay. Gut zu wissen. Ein toter Alligator. Der wurde sogar mit zwei Speeren aufgespießt. Nein, ich bin nicht so lebensmüde und springe jetzt darunter. Das wäre zumindest nicht so eine wirklich gute Idee. Würde ich jetzt einfach mal so glatt behaupten. Okay. Wir haben zwei Speere. Ich hoffe, die reichen. Was? Macht mir keine Angst. Guten Tag. Zack. Haha. Na, da kommt der nächste. Und zack. Und down ist er. Das haben wir doch sehr gut gemeistert, würde ich sagen. Wow. Ich hatte, glaube ich, schon mal schwierigere Probleme mit den Alligatoren. Obwohl, naja, die eine Stelle, wo ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatte mit diesen Dingern, die Stelle kommt noch. Mal schauen, wie ich mich hier in diesem Let's Play dann diesmal anstelle. Mir scheint es so, als hätte ich im Let's Play dann oftmals mehr Glück als Verstand. Das kommt durchaus mal vor. Anscheinend habe ich zumindest das Gefühl. Okay. Die Leiter müssen wir hoch. Wir müssen das, was wir brauchen, um den Impfstoff zu bekommen, soll irgendwo da drin sein. Also halt, um den Impfstoff herzustellen. Für Zoe. Sieht ein bisschen aus wie so ein kaputtes, verlassenes Schiff. Erinnert mich irgendwie nach sowas. Oder ist es sogar ein Schiff? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es mal ein Schiff. Es sieht zumindest ein bisschen danach aus, aber auch irgendwie ein bisschen nicht. Metallschrott. Ja, Metallschrott, das ist gut. Das ist gut, dass wir sowas finden. Damit können wir was Cooles zusammenbasteln. Das werde ich euch dann zeigen, sobald wir das andere Gegenstück dafür haben. Sehr schön. Oh. Erste-Hilfe-Arznei. Oh, ist das schön. Erste-Hilfe-Arznei. Und nochmal was zum Speichern. Meine Güte, man wird ja hier mit Speicher-Kassettenrekordern reichlich zugeworfen. Das sollte ich vielleicht besser nicht so laut sagen, weil sonst bereue ich es am Ende nachher und nachher bekomme ich gar keinen Speicherpunkt mehr. Das traue ich dem Game auf jeden Fall zu. Oh nein, ich höre schon wieder diese ganzen ekligen Schimmeldinger. Oh! Holy shit. Ja, das ist eine etwas stärkere Art von diesen Dingern. Zumindest wirken die sehr etwas stärker, wenn sie zuhauen vor allem. Holy shit. Aber Gott sei Dank ist der jetzt auch tot. Ach du Scheiße. Ja, diese Viecher sind scheiße. Diese Viecher sind echt scheiße, muss man schon sagen. Ich hoffe, ich finde noch mehr Boxerpuppen. Da kann ich mich besser mit diesen Dingen anlegen. Und vor allem von den alten Meudets, die es da gibt, ne? Finde ich die am gruseligsten, so wie die aussehen. Die sind aber auch echt krass irgendwie mit diesen Schimmelhörnern verpackt. Oh, noch mehr Insekten. Noch ein Insekt. Wie ja auch alles zugemauert ist, ne? Und what the fuck? wie ja auch alles zugemauert ist und der das mit seiner Faust einfach aufschlägt, ne?
Stell mir vor, da schlägt der gegen irgendwas Spitzes, ey. Der muss sich doch voll wehtun dabei. Ah, für Schleichangriffe. Dann schleicht hier irgendwo einer rum und ich weiß es gerade nur nicht. Oder wo schleicht einer rum? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich höre hier irgendwelche rumlaufen. Scheiße. Ha, das sieht mich noch nicht. Ah, sehr gut. Nein, nicht gut. Vielleicht habe ich ja Glück und er sieht mich nicht. Und ich kann ihn erledigen. Komm, komm. Aber auch nur, wenn ich Glück habe. Ja, Mann! Zack! Er ist down. Habe ich gut. Oh, 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 was sehe ich denn da? Ein Ast. Den Ast können wir mit dem Elektroschrott kombinieren und damit haben wir einen Wurfspeer zusammengebastelt. Ist das nicht nice? Ich find's schon sehr nice. Ach du Scheiße, nein! Geh weg! Geh weg! Zack! Haha! Hey, das war eine gute Taktik von mir. Blocken und schlagen, blocken und schlagen, blocken und schlagen. Bei diesen Gegnern sollte ich das vielleicht wirklich tun. Ohne Scheiß. Weil mit den Dingern ist ja echt nicht gut Kirschen essen. Ach du Scheiße, nein! Oh Gott. Da ist noch so ein Vieh. Das muss die Medizin sein. Und da müssen wir hin, ja. Da hinten. Da müssen wir hin. Aber ich möchte erst gerne dieses Ding erledigt haben. Wenn das zumindest möglich ist. Komm, 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 komm. Das schaffst du, das schaffst du. Ja! Oh mein Gott. Richtig geil. Richtig geil. Das ist doch sehr gut. Das habe ich, das finde ich, habe ich sehr gut hinbekommen, ja. Ich hätte es auch richtig dumm machen können. So wie die anderen Male davor, wo ich es gespielt habe. Und hätte einfach wild rumlaufen können und die würden mich alle angreifen und alle auf mich zulaufen. Und ich hätte eine Schimmelpilz-Meudet-Willkommensparty geschmissen. Yeah. Ich weiß, der war nicht witzig. Ich weiß, er war nicht witzig. Aber ich habe versucht, witzig zu sein, okay? Lacht ein bisschen. Okay. Ja, nimmt es mir nicht böse. Ich kann nicht so laut sein. Wir haben schon ziemlich spät. Zumindest versuche ich ja nicht so laut zu sein. Gelingt mir nicht immer. Okay. Das haben wir doch gut hinbekommen. Ja, yeah, Mann. Oh nein. Oh nein, ich höre ihn. Ich höre schon wieder irgendwelche Viecher, die ich nicht hören will. Na komm. Obwohl, der hat mich vielleicht noch nicht entdeckt. Ah? Ach du Scheiße. Ob ich das schaffe?
Ich kann es zumindest versuchen. Ja, Mann! Das ist mir gut gelungen. Vielleicht gelingt mir das jetzt auch gut mit dem. Boah, ist der dumm. Boah, ist der dumm. Der war jetzt echt dumm. Der hätte mich eigentlich voll sehen müssen, ne? Der hätte mich wirklich sehen müssen. Aber irgendwie hat er mich nicht gesehen. Was auch gar nicht mal so schlimm ist. Komm, ihr könnt mir nicht erzählen, dass hier keiner mehr ist. Hier sind 100 pro noch welche. Da gehe ich vielleicht erst gleich hin. Ich schaue mich erst noch mal ein bisschen um. Oh, diese Vielbeinigen laufen auch hier garantiert rum. 100%. Apropos, hier sind Zweibeinige. Aber der sieht mich nicht mal. Und zack! Oh shit, aber dafür hat der mich gesehen. Oh, der hat mich gesehen. Komm, in your face! Nein! Wow. Oh shit. Holy shit! Ach du Scheiße! Na, Mama! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Haha! Ja, versuch's! Versuch's doch! Ja, Mann! Was? Oh mein Gott, wo kommst du her? Wenn ich mal so fragen darf. Obwohl, das war vielleicht der gleiche und ich habe ihn nur nicht richtig getötet. Und er hatte deswegen nur einen Arm weniger. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ah. Und jetzt sind wir genau hier, wo wir hin wollten. Oh, noch eine Erste Hilfe Arznei, sehr schön. Noch ein Speer. Ein Speer für uns. Ein Speer für uns. Ein Speer für uns. Ist keine Kunst. Hat sich nicht wirklich gereimt. Deswegen habe ich geweint. Okay, finden wir hier noch irgendwas Cooles? Eine Boxerpuppe zum Beispiel? Ja, Mann! Eine Champion-Puppe sogar. Oh, eine Champion-Puppe. Champion-Puppe. Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie. Für jede im Inventar erhöht sie ihre Angriffskraft um 5%. Geil. Also eine etwas stärkere. Diese Champion-Puppen, die in Rot sind, wohl halt ein bisschen stärker als die normalen, die wir so sonst so finden, als diese gelben. Das ist gut zu wissen. Okay. Jetzt würde ich sagen, gehe ich in die falsche Richtung. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns den Impfstoff und retten Zoe. Das soll uns schon aufhalten. Obwohl, dieser eine Typ wird auf jeden Fall noch kommen. Dieses schimmelige Ding, mit dem wir uns schon vorhin angelegt haben. Weil ich denke mal nicht, dass der so leicht verschwinden wird. Weil wir haben ja gesehen, der lebt ja noch.
Der Typ lebt ja einfach noch. Was? Ach, komm schon! So funktioniert Technik nicht. Das ist es. Endlich. Aber anscheinend funktioniert es in der Welt von Resident Evil. Haben die sich bestimmt von Devil May Cry abgeguckt? Weil in Devil May Cry funktioniert die Technik anscheinend auch so, indem man erstmal draufhaut oder drauf schießt. Was für eine Logik. Heilmittel für TBE-Infektion. Hallo! Guten Tag! Lass mich mal bitte los! Nein! Ich will kein Flug nach unten! Ah, Junge, meine Knochen! Ich bin auch nicht mehr der Jüngste! Holy shit! Du willst das? Dann komm her! Scheiße! Ja, komm her, du Stück Scheiße! Holy shit! Holy shit! Das war ein Stück daneben, Junge! Ah, Junge, dreh doch nicht! Ja, komm. Versuch mal richtig zu schlagen, mein Lieber. Ja, komm. Nimm das. Boah, Magst du das? Ja, komm. Hoffentlich gefällt es dir. Was bist du für ein Hässler? Du legst dich mit dem Falschen an, mein Lieber. Du legst dich mit Joe Baker an. Und das ist keine gute Idee. Aber ich glaube, der ist etwas sauer. Aber ich kann auch sauer sein. Komm her, wenn du stresselst. Und kämpf wie ein Mann. Ja, komm. Hab ich dich. Was willst du tun? Kannst mich mal. Ich komme zu dir, sorry. Oh mein Gott, hat er ihn den Kopf abgerissen? Hat er ihn den Spacken hier den Kopf abgerissen? Was für ein geiler Kampf. Ohne Scheiß, das liebe ich einfach in diesem DLC, diesen Kampf mit diesen Typen hier. Einfach, boah, weil, ich weiß nicht, ich fand diesen Moment hier gerade echt episch. Ich fand diesen Kampf hier echt geil. Echt geil in Szene gesetzt. Auch wenn es alles ein bisschen lächerlich wirkt. Zumindest auch, wenn es um Resident Evil Verhältnisse geht, ne? Aber, Resident Evil hatte ja schon oft seltsame Ereignisse und Auftritte gezeigt. Egal von welchen Charakteren. Ja. Und, aber es war geil. Es ist geil. Es ist etwas für Resident Evil Verhältnisse etwas bescheuert, aber einfach nur geil. Einfach nur geil. Ja, den Kopf haben wir irgendwo dahin geschmissen. So. Auf Wiedersehen. Breit gebautes Schimmelpilz Monster. Sumpfmonster. Kein Plan, wie du heißt. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder.
So, ach ja, und da wir hier ein bisschen angeschlagen sind, kann ich euch jetzt auch mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn der liebe Joe ein Insekt ist. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Das ist Geschmackssache. Mein Lieber, also ich würde das, glaube ich, nicht essen können und nicht essen wollen. Nee, also das ist ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Muss ich hier ganz ehrlich gestehen. So, wir haben das Heilmittel für Zoe. Jetzt können wir endlich zurück. Oh, nochmal eine Axt. Aber dafür brauchen wir Elektroschrott wieder. Vorher wird das nix. So, direkt die Abkürzung entriegelt. Und hier haben wir Zoe. Wir können sie heilen. Zoe, ich hab die Medizin. Du wirst schon. Nein! Zoe! What the fuck, der lebt. Wir haben mir den Kopf abgerissen. Ja, okay, wir sollten nicht vergessen, solche Schimmelpilzmonster, egal ob es vielleicht mal früher ein Mensch war oder nicht, diese sind ja anscheinend in der Lage, auch ihre Gliedmaßen wieder dran wachsen zu lassen. Und anscheinend hat er dies getan, wenn er nicht so leicht stirbt. Okay, was für ein Penner. Der hat Zoe mitgenommen. Zoe, wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Hey, lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Oh, jetzt bist du dran. Scheiße. Ist der einfach weg? Ist der einfach weg mit Zoe? Aber wo? Mann. Hier ist alles zum Teufel gegangen. Ja, das sieht man. Das sieht man. Muss erfahren sein. Okay. Okay. Ja, Leute. Hoffentlich finden wir Zoe. Hoffentlich. Ja, dieses Monster, ey, ohne Scheiß. Aber auch hier ist, nach den Ereignissen mit der Baker-Familie und nachdem Chris Redfield mit Blue Umbrella eingetroffen sind, haben sie anscheinend quasi eine ganze Quarantäne um das Haus gebaut, also eine ganze Mauer, damit dieser Pilzvirus, also ich nenne es einfach mal es verbreitet sich zumindest wie ein Virus, deswegen nenne ich es auch immer Schimmelpilzvirus, auch wenn es vielleicht kein richtiger Virus ist, sondern einfach Schimmel, der sich wie ein Virus verbreitet. Der verbreitet sich halt und da das ja irgendwie auch Monster dadurch erschafft, durch, wie soll ich sagen, durch Evelyn halt. Ich meine, Evelyn ist ja jetzt tot, aber halt, ja, dieser Pilz, den sie quasi dadurch erschaffen hat, der lebt ja quasi dennoch weiter halt. Also, deswegen ist das ja sowas wie ein Virus. Weil dieser Pilz, der sich verbreitet, ist ja kein normaler Pilz. Der ist ja schon etwas verändert worden. Muss man ja schon sagen. Oh ja. Das ist schon krass. Ey, und das ist ohne Scheiß. Das ist so ein riesiges Gebiet, ne? Überall Sumpf und so ein Scheiß, ne? Überall. Einfach überall der Scheiß. Überall kaputte Häuser oder halb oder noch nicht mal fertig gebaute Häuser. Überall. Das ist,
Wie lange existiert das denn alles schon? Also, ist jetzt mal so meine Frage. Aber Leute, dann würde ich sagen, beende ich einfach hier jetzt diesen Part und hoffe sehr, dass dieser Part euch gefallen hat. Ich bedanke mich dann natürlich bei euch wieder herzlich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und den nächsten Part hoffen wir doch mal, dass wir Zoe aus den Händen dieses komischen Sumpfmonsters befreien werden können. Auf jeden Fall, dass wir sie befreien können von diesem Monster. Leute, bis zum nächsten Part. Und ciao.